Hi und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch ein iPad Air Case mit integrierter Tastatur vor. Viel Spaß mit dem Video! Es geht heute um das Sharon iPad Air Case mit einer integrierten Bluetooth-Tastatur der Marke Leica. Die Tastatur kommt in einem schlichten Karton, in welchem sich ein Micro-USB-Ladekabel, eine schwarze Transporttasche und natürlich die Tastatur selbst befindet. Das Einsetzen des iPads in die Hülle ist eigentlich wie immer selbsterklärend. Die Hülle ist dann folgendermaßen aufgebaut. Die Case ist abnehmbar, diese kann dank dem Magnetstreifen in der Hülle jederzeit abgenommen werden, falls man die Tastatur mal nicht benötigt. Die Unterseite der Hülle besteht aus lackiertem Aluminium, was wirklich gut aussieht. Die Oberseite wurde aus Kunststoff gefertigt, welche eine Lederoptik hat. Natürlich wurden alle Anschlüsse ausreichend ausgespart. Somit gibt es keinerlei Probleme, falls man diese während der Verwendung der Hülle benutzen möchte. Die Hülle lässt sich natürlich ohne Probleme zuklappen. Hier wurde zusätzlich noch ein Magnet für die Sleep-Wake-Funktion mitverbaut. Wenn man die Tastatur dann zum Tippen verwenden möchte, kann man das iPad ganz leicht in die Tastatur einrasten lassen, wodurch man eine wirklich gute Blickposition hat. Natürlich muss man sich erst noch mit der Tastatur koppeln. Dazu einfach einschalten und den Bluetooth-Knopf kurz gedrückt halten, bis dieser blinkt. Am iPad in die Bluetooth-Einstellung gehen, die Tastatur auswählen, den Bestätigungscode eingeben und schon kann man die Tastatur verwenden. Neben den normalen Tasten gibt es noch einige Funktionstasten, womit man Dinge wie zum Beispiel die Helligkeit, die Lautstärke oder anderes steuern kann. Der eingebaute Akku hält wirklich sehr lange. Der Hersteller gibt eine Arbeitszeit von etwa 55 Stunden an oder eine Standby-Dauer von knapp 60 Tagen. Momentan ist die Hülle für etwa 50 Euro zu haben. Der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt und im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wirklich gut. Es ist angenehm zu schreiben, auch wenn man sich erst an die kleine Tastatur gewöhnen muss. Die Kombination durch die abnehmbare Hülle ist also wirklich gut gelungen und schützt das iPad wirklich gut. Wir haben bereits ein Video zu einer anderen Version dieser Hülle hochgeladen. Falls du dies noch sehen willst, der Link dazu sowie der Kauflink befindet sich in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls das der Fall war, kannst du es gerne bewerten und kommentieren. Falls du keine weiteren Videos mehr von uns verpassen möchtest, kannst du den Kanal auch abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!